Die dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Würzburg zu Gast in Groß-Asbach. Und die Franken, die kamen mit Maximilian Bräunig, 19 Jahre jung, vor 9 Monaten ein schwerer Autounfall, eine schwere Rückenverletzung, Diagnose nie mehr Profisport. Ja, und heute, da war er von Anfang an mit dabei. Tolle Geschichte, die in der 23. Minute noch besser wurde. Denn hier ist er, Maximilian Bräunig, tatsächlich das 1:0. Er erzielt es für seine Mannschaft, die Würzburger Kickers, in Führung in Groß-Asbach. Riesenjubel im Gästeblock. Die Vorlage kam von Robert Herrmann. Und dass er da überhaupt zum Abschluss kommt, das dürfte den Heimtrainer gestört haben. Der Gästetrainer hier im Bild, Michael Schiele, war zufrieden mit diesem Auftakt seiner Mannschaft. Nur eine Minute später, die Asbacher unter Schock. Schwerer Ballverlust im Aufbauspiel. Und dann der tolle Ball von Rhein für Kaufmann. 2:0, 24. Minute. Der DJ-Jubel von Fabio Kaufmann. Yo, yo, yo. Und er macht das hier klasse, nachdem er erst den Ball gar nicht richtig erwischt, schiebt er ihn dann ganz locker durch unter Maximilian Reule. Ja, was tun? Mike Sattlow, der neue Coach der SG Sonnenhof. Dann diese Szene, Handspiel von Hägele, Fragezeichen. Nee, der Arm geht ja nicht zum Ball, keine Absicht da. Ülli Çiftçi, der beschwerte sich zu heftig bei Riem Hussein und bekam dafür die gelb-rote Karte kurz vor der Halbzeitpause. Riesenpech für die Asbacher, also die Fans bedient. 0-2 hinten zur Halbzeit und ein Mann weniger. Aber es sollte noch viel, viel schlimmer kommen. 48. Minute, Flanke Hemmerich und da hinten ist Dominik Baumann. Und auch der trifft. 3:0 für Würzburg. Nach Knöchelbruch auch er wieder mit dabei. Sein erstes Spiel, sein erstes Tor. Die klare Führung für Würzburg. Sie standen sprichwörtlich im Regen. Die Asbacher Coaches. Und wie nach dem 1:0 dauerte es wieder nur wenige Sekunden bis zur nächsten Chance und dem nächsten Treffer. Fabio Kaufmann, 50. Minute, Doppelpack für ihn, 4:0 für Würzburg. Langsam wurde es richtig heftig für die SG Sonnenhof. Macht er hier wieder technisch sehr anspruchsvoll, der Fabio Kaufmann. Die Würzburger Fans bei der kürzesten Auswärtsfahrt für sie in dieser Saison, nur knapp 130 Kilometer, natürlich bestens gelaunt. Es war aber immer noch nicht Schluss in Groß-Asbach. Es ging weiter, Winterneuzugang Saliu Sané, der Ex-Groß-Asbacher mit dem 5:0. Das war die 58. Minute. 4 Minuten zuvor war er eingewechselt und der arme Maxi Reule wirft noch alles rein, kann aber nichts machen. Noch ein Winterneuzugang war gekommen bei den Würzburgern, Niklas Hoffmann, 86. Minute. Auch er bekam seine Chance und auch er machte sein Tor. 6:0. Der Schlusspunkt in dieser Partie. Das halbe Dutzend war voll. Die Würzburger Kickers schießen Groß-Asbach aus dem eigenen Stadion und die Abstiegsnöte werden immer größer am Sonnenhof. Michael Schiele, der konnte zufrieden sein. Höchster Sieg seiner Mannschaft in Liga 3. Wir waren heute so griffig, wir waren heiß, wir waren gallig in den Zweikämpfen, wir haben Meter gemacht, wir haben die eigentlich, ich glaube, diese Minuten, was ich gesagt habe, fast formlich aufgefressen. Wir waren zu zögerlich im Anlaufverhalten, wir haben keine Bälle festgemacht, wir sind nicht mutig genug angelaufen, also alles das, was wir letzte Woche gut gemacht haben vor 20.000 Zuschauern, hatte ich heute den Eindruck, dass 2.000 Leute zu Hause irgendwie lähmen. Des Würzburger Freud ist des Asbachers Leid. Höchste Niederlage in der Drittligageschichte für die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Es wird dunkel im Tabellenkeller. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.